So, jetzt geht's weiter. Ich habe jetzt nochmal hier den Sockel nochmal schön geschliffen. Hier sind gut zu sehen jetzt wahrscheinlich die zwei Pins, wo man anlötet. Die zwei Pins sind ja weg. Die habe ich nochmal runtergeschliffen, damit die nachher auch den anderen Sockel nicht drankommen. Das ist dann halt hier dieser untere Sockel. Da kommt der zweite Sockel nachher drauf. Und da werden die vier Kabel dann angelötet. Ich hoffe, das sieht man so. So. Okay. Dann werde ich jetzt mal die vier Kabel anlöten. Nehme schon mal ein bisschen Lötwasser dafür. Da gibt es so, kann man kaufen. So Lötwasser, dann verläuft das Lötchen besser. Und ja, mache ich hier mal einen Cut und dann machen wir gleich weiter. So, jetzt habe ich mal die vier Kabel hier angelötet. Muss man natürlich genau gucken, dass die nicht irgendwie zusammenkommen, ne? Dass kein Kurzschluss ist oder so. Die sind schön zusammen. Dann auch nochmal gucken, ne? Wie gesagt, erster Pin links ist der erste. 13, 14 ist richtig. Dann nochmal die Heizung packen. Den jetzt hier nehmen, richtig vorne mit der Kabel einsetzen. Gucken, ob alle Beinchen richtig drin sitzen. Ja, sieht gut aus, alles drin. Schön feste drücken. So. Jetzt den ganzen Sockel mit IC reindrücken, vorsichtig. Ja. Sieht gut aus. Alles drin. Okay. So, das war's dann auch schon. Jetzt haben wir einen Bootselektor. Gut. Dann würde ich sagen, baue ich mal wieder zusammen. Und dann gucken wir mal, ob er läuft. Okay, bis gleich.